Hallo, ich begrüße Sie auf dem Einhäuser-Schlepper-Treffen, das zum 8. Mal stattfindet. Wir haben dieses Jahr etwa 100 Traktoren da, aller Marken, allen Alters, von Hanomag, Deutz, Fendt, Unimog, ist alles Mögliche da. Ja, ich habe 3 Schlepper, einen Fendt, einen Gutbrot und einen McCormick, die auch in der Ausstellung verteilt sind und werden jeden Tag eingesetzt. Ich bin im Nebenerwerb landwirtschaftlich tätig, habe 300 Hühner, habe einen kleinen Eierverkauf und mache noch ein bisschen Landwirtschaft mit Getreide, Sonnenblumen, alles was so dazugehört. Okay, wann ist die nächste Veranstaltung bei Ihnen auf dem Hof? Im Dezember erst, zum Weihnachtsbaumverkauf mit Weihnachtsmarkt. Ja, der Bulldog, das ist ein 25 PS Landsbulldog, Baujahr 1941. Es ist ein seltener Allzweck Hochrad 7506. Den habe ich aus Darmstadt in Teilen erworben, komplett zerlegt. War, so wie ich denke, ehemals in der ehemaligen DDR muss der gelaufen sein, im Osten. Den habe ich in mühevoller Kleinarbeit so weit zusammengebaut, wieder ansehnlich gemacht und will ihn jetzt Probe fahren. Das ist heute die Jungfernfahrt. Dann wird man sehen, was noch dran zu machen ist. Ja, es ist halt, er tropft halt noch ein bisschen und ist halt bei den alten Dingen so. Was es noch zu sagen gibt, das Dach habe ich gekauft. Da gibt es jetzt noch Zubehör, gibt es jetzt das wieder zu kaufen. Eigentlich möchte ich ihn so erhalten, wie er ist. Von der Reife her, die müsste noch ziemlich die Originalen sein.